Ey, servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal Midnight Club 2, ihr wisst Bescheid. Und heute sind wir in Tokio angekommen und wir werden direkt jetzt uns auch unser erstes Rennen durchziehen. Unser erster Gegner ist ein Mann namens Shing mit seinem Nissan, ich weiß nicht, 350 oder 370 Z. Mir egal, wir reden nicht lange und gehen rein, let's go. Der Porsche lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut fahren fürs Erste, aber nur fürs Erste. Ey, das ist echt so, das spielt die ganze Zeit im Ohrwurm, ey. Ja, was soll ich machen? Wenn die im Weg stehen, sollen sie nicht im Weg stehen. Ja, wo fangen wir denn an, mein Alter? Okay. This Yank has a rep. I can't wait for him to see my car. Pure platinum. Never seen these kind of premium wheels, huh? Auf jeden Fall nicht. In 370Z findet man sich in meiner Stadt nicht so schnell herum. Okay, Time Trial. Let's go. Wir haben jetzt hier drei Boosts, Leute. Das heißt, wir haben eigentlich den normalerweise Maximum erreicht, aber es gibt ja noch die Boss-Autos noch, also von daher kommt es halt drauf noch an. Oh Gott, da verfahre ich mich aber kacke. Ach du Scheiße. Okay, also müssen wir hier rein, so zack, zack. Und dann nehmen wir mal die Bahn. Bitte. Wir fahren ja schwarz, so eine Scheiße. Ich fahre aber mal... Na gut, ich fahre in meinem ganzen Leben schwarz, also macht das keinen Unterschied. Okay, wo ist der Checkpoint? Wo ist der Checkpoint? Komm schon, gib Vollgas. Du bist Porsche. Was Racing Pedigree. Ach du Scheiße! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schlängeln uns durch wie ein Champion hier beiseite. Okay. Oha, Digga, was für ein fetter Lexus da hinten. Was ist denn da los? Was ist mit dir los, Mann? Scheiß Egoist, Alter. Oh, wir fahren gegen den Lexus, Alter. Freunde, bei dem Lexus ist das Problem, dass der Auto einfach wie ein fucking Truck ist, einfach. Der ist der zweitschnellste Auto, guckt euch das mal an, der hängt mich schon direkt ab. Das ist einfach wie ein Bulldozer. Ein Auto, es würde ihm nicht mal jucken, dass er ihm gegenübersteht. So heftig ist der. Das ist halt schwer, den zu besiegen. Das ist so schwer. Guck mal, der ist jetzt schon weg. Der ist schon mal weg, Digga. Ey, Digga, was ist mit dem Bus denn los? Habt ihr keine anderen Hobbys? Verdient ihr nicht genug Geld? Ja, dann geht noch mal Dings. Fährt noch mal Rennen. Dann verdient ihr noch mal ein bisschen mehr Geld. Jetzt werde ich von der Polizei gejagt, jawohl. Ey, Mann!
Typen tat der noch? Das ist an die Polizei. Jede Ecke kommen die einfach vorbei. Das ist einfach so. Guckt euch das mal an. Verpiss dich. Hau ab. Du sollst abhauen, habe ich gesagt. Uah. Das Ding ist jetzt so schnell. Ich kann ihn nicht einholen. Nee, ich glaube, der ist schon zu weit weg. Den hole ich nicht mehr. Der kann ich nicht mehr einholen. Oder? Ja, den kann ich nicht mehr einholen. Nee, das ist verloren. Digga, der ist so schwer einzuholen einfach. Weil der die zweithöchste Geschwindigkeit hat mit dem Dreckslexus. Wenigstens ihm ein bisschen die Geschwindigkeit abgeschnitten. Ui, ui. Oh, perfekt. Und da baut er einen Unfall. Verpiss dich, du scheiß Polizeiauto. Das war close. Ey, der hängt mir immer noch am Arsch, Mann. Ja, der baut noch Unfälle. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Junge, verpiss dich, du Scheiße, auf Polizeiauto, Alter. Hast du keine anderen Hobbys, außer mich die ganze Zeit abzupacken? Hier bei diesem Rennen gilt einfach, jede Abkürzung zu nutzen, damit du ihn abschütteln kannst. Und hoffen, dass er einen Unfall baut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo ist der denn überhaupt? Ist er auf der Strecke geblieben? Der ist nur so weit hinten! Okay, Digga, der ist aber schnell, der könnte mich easy jetzt noch einholen. Ohne Gnade. Und wenn natürlich der Polizeiauto mich, wenn natürlich das Polizeiauto mich die ganze Zeit noch nervt, dann habe ich auch ein Problem. Also einbiegen schnell. Ui, ui, ui. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Hi Flyer! Die Wave ist für you! Und let's go! Mit dem Crash gewonnen, Alter. Und wir kriegen sogar den wilden Stier Lusso XT aka der Lexus. Oh komm schon, zeig mal, was du drauf hast. Ja, komm her, Alter, zeig mal, was du drauf hast. So, you beat my little time trial and you beat Ichiro. Let's see if you can... Komm, Lexus, zeig deine Geschwindigkeit gegenüber diesen nutzlosen 350 Z. Priority Strike, och man! Ne, komm nochmal. Und let's go. Nicht jetzt. Warte einen Augenblick. Komm, ho. Hell it up. Stark. Heilige Scheiße, ist der schnell. Uho! Los. Okay, Digga, das war close. Nein.
Komm. Hol die Geschwindigkeit. Ach du Scheiße. Da lang, oder? Nein, 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 das war falsch, das war falsch. Alter, falsch abgewogen, heilige Scheiße. Lass mal, lass. Ich will keinen Boost noch nutzen. So, beiseite mit euch, ihr Geringverdiener. Juhu! Nicht schlecht landen, super, sehr gut. Nice and clean. Go, 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 schnell, schnell, schnell. Okay, da ist das Ziel. Dann so. So, so, so. Und jetzt Vollgas. Alles, was wir noch haben. Alles, was wir noch haben. Und das Ding gehört uns. Let's go. Aris MC 15 AK, der Nissan 350Z, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, das war sogar 350Z. Egal. Gehört uns. Das ist sehr, sehr schön. Schöner Anfang in Tokio auf jeden Fall. Halt's Maul, habe ich Angst vor dir oder was? Verpiss dich, Alter. Reputation tarnished, würde ich mal sagen. Ja, also, wir haben jetzt die beiden Gegner noch vor uns, aber das machen wir nächstes Mal weiter. Jetzt über eine Ranch für nächste Woche. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. In dem Sinne ziehe ich jetzt durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.